Moin Leute, Trimax hier. Sydney hat sich eine Wohnung für 1,5 Millionen Euro gekauft. Und da gibt es eine Roomtour, die ziehen wir uns rein. Hallo meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zur Roomtour. Ihr habt lange drauf gewartet. Ich wollte nämlich warten, bis die Wohnung... Immer dieses Tür aufmachen und dann startet die Roomtour. ...nicht eingerichtet ist und so weiter. Ich wollte nicht euch die leere Wohnung zeigen. Deswegen gibt es jetzt eine volle Roomtour. Ich wohne jetzt schon seit 3 Monaten oder so. Stück für Stück kamen immer mehr Pieces dazu. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Spammt in die Kommentare. Adler-Emoji. My Wiss Focus Eagles. Zu dem Anlass, dass jetzt endlich über die Roomtour ist und ich euch das zu verdanken habe, verlose ich auch nochmal ein fettes Giveaway. Ihr müsst einfach nur einen Kommentar da lassen mit eurem Instagram. Focus Eagles auf Instagram folgen, unserem Iconic-Team. Wir wollen da weiterhin Nummer 1 sein. Bisher sind wir Nummer 1 mit Followern und so auch so bleiben. Abonnieren, einen guten Kommentar da lassen mit eurem Instagram dahinter. Und ihr könnt 2 Iconic-Tickets gewinnen und 2000 Euro. Vielmehr 500 Euro werden verlost und einmal 2 Iconic-Tickets. Ja, und ich zeige euch das einfach mal rum. So, hier haben wir den Eingangsbereich. Einbauschränke haben wir. Viel Platz, hier sind so meine Jacken drin und sowas. Bumm, bumm, hier sind so meine Jacken drin. Ich brauche nämlich viel Platz für Kleidung, werdet ihr auch noch sehen. Bumm, bumm, meine Taschen sind... Okay, das ist krass. Ich habe eine Jacke. ...sind hier und noch mehr Jacken, weil ich brauche sehr viel Stauraum. Ich habe sehr viel Stuff und ich habe keinen Bock, dass es irgendwo rumhängt. So ist es ganz schön verpackt, dass man es nicht sieht. Und auch wenn man hier hingeht, dann kommt unten das Licht, so mit Bewegungsmelder. Achso, hier habe ich übrigens auch Lichter an den Wänden und Lichter oben. Also ich kann auch so was machen. Dann ist hier auch schon der erste Raum und zwar der Hauswirtschaftsraum. Ich habe da drin nicht so viel zu suchen. Ich kenne mich immer noch nicht aus. Ich weiß immer noch nicht, wo ich Wäsche reinmache. Ich glaube, hier Waschmittel ist dort so links. Wurde mir letztens beigebracht. Hier ist so mein Trockner, meine Waschmaschine, bisschen Stuff. Hier ist ein bisschen Bürozeug drin, einfach noch Stauraum, Staubsauger, Monitor ist da noch. Ja, also nichts Besonderes. Ja, an der Stelle möchte ich auch schon mal Danke sagen. Diese Wohnung hier habe ich gekauft, hat auch über 1 Million gekostet. Da möchte ich an der Stelle Danke sagen, denn es ist nicht selbstverständlich, dass nach dem Fußball es so weiterging, dass ihr uns so supportet bei allem, was wir machen. Dafür wollte ich einfach mal Danke sagen. So, jetzt zeige ich euch den Heiligen Gral, mein Wohnzimmer. Da würde mich mal interessieren, wie viel er angezahlt hat, wie viel er finanziert hat und zu welchen Konditionen. Das würde mich sehr interessieren sogar. Ja. Sehr geile Wohnwand. Hat auch sehr lange gedauert, bis alles fertig war. Wir haben hier eine schöne Fernsehwand. War mir sehr wichtig, dass es hier sehr gemütlich ist, sehr viel Platz ist. Ihr wisst nicht, wie schön diese, wie kuschelig diese Couch ist, Alter. Couch ist so kuschelig. Riesen-Couch, geil. Wo ist Ellie? Ellie ist gerade. League, ja, ist das auch, also von mir wird es keine, ich bin ja auch umgezogen. Weil mir wird es keine Roomtour geben. Also jetzt der Raum hier, mein Studio, aber nicht die gesamte Wohnung. Das ist mir zu unsicher. Hier, sie hat Angst vor dem Kameramann. Ja, aber die Couch ist so geil. Hier chillen wir mal dann zu 7, 8, 9. 1,5 Millionen und dann nicht mal eine getrennte Küche. Wer will denn eine getrennte Küche haben? Und können hier Fußball gucken oder was auch immer. Und ich werde hier auch noch ein Setup aufbauen, dass die Kamera in meinem Stream auch hier zeigen kann. Und auch in die Küche, die zeige ich euch gleich noch. Einmal für weitere Videos, die ich aufnehmen will. Ich will so Latest Pickups Video machen und was auch immer. Irgendwelche Fashion Sachen und sowas. Also in den Stream wird das Zimmer auch mit inbegriffen sein. Das ist cool. Dann kann ich immer in meinen Stream schalte ich in die Kamera rüber und dann chillt hier so Eldos und Musti und ich kann die beobachten. Und die wissen es nicht. Ja, das soll so die Streaming POV sein ungefähr. Und dass man die Kamera dann drehen kann. Und dann kann ich hier kochen. Cool. Dann habe ich hier 2 schöne Tische, Steine. Hier ist auch alles eher sehr hell gehalten. Ne? Schwarz, beige, guter Kontrast. Einen schönen Teppich, auch ganz wichtig, weil der ist noch flauschiger. Musti schläft ja auf dem Boden. Ihr kennt ja, wie Musti immer schläft. Wir sitzen auch gerne auf dem Boden einfach und chillen hier. Schöne Fernsehwand. Leider ist das hier gerade noch kaputt. So noch gefixt, aber auch schön mit einer Marmorplatte dahinter. Großer Fernseher, hier läuft gerade mehr als Stream auf der Gamescom, schöne Grüße. Also ich finde es auch sehr, sehr schön geworden. Hier habe ich mir eine Muschel mitgenommen aus Kreta, ich habe ein Auge dafür. Das ist das Wohnzimmer, ich finde es sehr schön geworden. Lampe war das erste, was ich gepickt habe einfach. Ich finde eigentlich passt die da rein. So, hier habt ihr nochmal die POV, wie es hier im Dunkeln aussieht. Auch so sehr gemütlich. Und hier ist Ellies kleines Futterhaus. Das ist ein kleines Häuschen, da kann sie reingehen. Einmal trocken, einmal nass. Und sie kann oben drauf chillen. Ganz chillig und sieht cool aus. Dann ist hier die Küche. Hier steht noch meine Wassermelone, weil ich die gerade esse. Dann habe ich so einen Bohrerherd, wo so direkt der Qualm mit eingesaugt wird und so. Ich koche zwar nicht so oft, aber vielleicht mehr Kochstreams in Zukunft, I don't know yet. Dann habe ich hier zum Beispiel, ich habe hier so einen Wasserfilter drin. Das leuchtet jetzt. Dann ist so Trinkwasser gefiltert, nochmal extra, keine Ahnung, Alter. Dann habe ich hier nochmal eine Wassermelone. Langsam, das ist komisch. Hier auch wieder richtig viel Stauraum. Ihr seht, sind die gleichen Schränke wie dort. Warum leckst du so? Ich find's witzig bei der Roomtour. Finde ich lustig. Dort, in so Qualm.
Die zieht direkt den Qualm ab. Eierschalenton, also nicht ganz weiß, sondern so ein bisschen Wärme drin. Ja, und hier ist halt so ganz normal Stuff. Hier ist mein Kühlschrank versteckt. Ja. Ja, sieht auch gut aus. So soll euer Kühlschrank auch aussehen. VitaVate, holt euch VitaVate. Super. Weil ich abspecken will, trinke ich eigentlich nur VitaVate und Wasser. Und hier ist auch wieder eine Wassermelone. Noch eine Wassermelone. Und ein Bierchen. Ein Bierchen. Aber willst du? Ja. Dann ist hier Ellis Katzbaum. Ellie benutzt sie nicht ganz so oft. Sie chillt eher eigentlich immer da, wo ich chille. Einfach neben mir. Die hatten schon in der alten Wohnung. Ellie kratzt die manchmal rum, macht ihre Krallen ab. Das war's auch schon vom Wohnzimmer. Also Katze ist ja ein Ding, aber dann auch diese Katzenbäume. Weiter in den restlichen Bereich. Wohnung, by the way, hat... Der Mann braucht kein Essen. Bei mir im Kühlschrank sind auch immer nur, wenn ich nicht einkaufen war, nur Getränke und Soßen. Immer nur Getränke und Soßen. Ich glaube, 106 Quadratmeter, 3,5 Zimmer. Hier ist dann mein Bad. 106 Quadratmeter, 1,5 Millionen. Wird dann auch wieder hundertprozentig nur Lage sein, ne? Badezimmer oder das Gäste-WC, einfach Spiegel, Waschbecken, Toilette, sondern eine Dusche, die ist sogar groß. Das ist die Dusche für meine Gäste. Also bei mir wird auch oft geduscht, weil bei mir ziehen die ja teilweise schon ein. Hier oben sind auch noch Schränke, nochmal Einbauschränke hier oben, einfach für Space. Da sind Handtücher drin. Dann nächstes Zimmer ist hier mein Gaming-Zimmer, wo sich sehr, sehr viel Mühe gegeben wurde. Aber das zeige ich euch in einem anderen Video oder in einem externen Video, weil es ist so groß, so cool. Ich liebe mein Gaming-Zimmer. Sitze da jeden Tag, keine Ahnung wie viele Stunden drin und sehr schön geworden, deswegen kommt dafür ein extra Video. 50.000 Euro oder so insgesamt wurde investiert. War mir sehr wichtig, dass ich mich dort am wohlsten fühle oder allgemein hier in der Wohnung, dass ich alles so auf Top-Level habe, damit ich mich wohlfühle, weil das halt meine gekaufte Wohnung ist und ich nicht in irgendwie abgefangen werden oder so, weil da mache ich keine Bilder. Dann ist hier mein Ankleidezimmer. War mir auch wieder wichtig, dass ich ein eigenes Zimmer dafür habe. Ich weiß, ihr wollt immer ein What's in my Closet haben. Wird auch kommen, wahrscheinlich. Bei den letzten Wohnungen kam es irgendwie auch nicht, aber ich hoffe diesmal. Ja, also hier sind einmal meine Sachen. Hier sind so Shirts, Hoodies, Hosen. Hier sind noch ein paar Schuhe, die auf meine Ständer nicht raufpassen. Crazy, wie viele Sachen. Und hier sind noch ein paar Brillen. Dann habe ich hier auch wieder sehr viel Stauraum, oben noch viel Stauraum. Weil ich brauche echt viel Stauraum. Dann ist hier mein Spiegel, wo ich dann meinen Fit checken kann. Würde ich euch auch empfehlen übrigens. In der Nähe, wo ihr euch umzieht, einen Spiegel zu haben. Damit ihr direkt wisst, ja, nein, das ändern. Hier in der Ecke, das ist neu, sind jetzt auch noch Schuhregale. Davor war das leer, weil ich habe nicht genug Schuhspace gehabt. Also hier sind so meine Crocs und was weiß ich. Ich habe ja viele Crocs. Hier Kakashi, Lightning, Hook, SpongeBob, Yeezys. Und so Slides. Hier sind so ein paar weiße Schuhe, Timberland. Was auch cool ist, hier auch wieder. Hier ist ein Bewegungsmelder. Heißt, wenn ich hier hinsteppe, dann kommt hier unten Licht. Und ich kann es aber rausmachen. Ich weiß zum Beispiel nicht, was ich da oben reinmachen soll. Ist auch so ein Ort, wo man nicht so leicht rankommt. Schreibt mir gerne rein, was man da oben reinpacken kann. Ich habe keine Ahnung. Dann ist hier auch in meinem Badezimmer. Was mich stört, ist, dass die Toilette hinter der Tür ist. Es ist voll anstrengend, hinter die Tür zu gehen. Man muss die Tür wieder zumachen. Blablabla. Das nervt ein bisschen. Dann hier ein riesiger Spiegel. Gutes Licht. Wichtig, mein Deo und sowas. Hier habe ich ganz viel Haarzeug, Cremes, alles mögliche. Ist jetzt alles hier reingeräumt. Ihr wisst ja, normalerweise steht hier alles rum. Hier sind meine meine Düfte, Raumdüfte, wichtig und richtig. Auf so einem Regal, das ist neu, das finde ich sehr cool. Dann habe ich hier noch meinen Spiegel, womit ich meine Haare schneide. Ich habe gerade eben meine Haare geschnitten, falls ihr es nicht seht. Hier, hier kann man links und rechts gucken. Übrigens, guter Tipp von mir. Das ist schon cool, wenn man das selber kann. Warte, hier steht, glaube ich, drauf, Fading Culture, falls ihr sowas auch haben wollt. Dann ist hier meine liebevolle Badewanne. Ich liebe es ja zu baden. Ich bade gefühlt alle 2 Tage oder so. Ein Wellnessbad mit Kiefer, Erkältungsbad. Ja, also ich liebe es zu baden. Dann habe ich hier auch noch eine Dusche. Benutze ich aber nicht so oft. Regendusche wie drüben. Ja, das war's eigentlich schon. Aus dem Badezimmer. Achso, hier ist noch Ellis Katzenklo, falls ihr euch wundert, wo das steht. Das steht hier in der Ecke. Dann ist hier mein Schlafzimmer, meine lieben Freunde. Hier habe ich auch ein sehr schönes, riesiges Bett. Aber ihr seht schon, mir ist scheißegal. Ich habe Gala und Lightning McQueen Bettwäsche, okay? Das passt nicht dazu, aber es ist mir egal. Da vorne ist Ellie. Komm her. Ellie hat sich versteckt, weil so viele Leute hier sind. Ellie ist jetzt schon 2-3 Jahre alt oder so. Und ja, sie ist wie mein Pokémon. Sie ist immer neben mir, sie chillt. Soweit ich streame, sie chillt neben mir. Ich gucke Serien in meinem im Wohnzimmer, sie chillt neben mir. Ich gehe schlafen, sie schläft jede Nacht mit mir. Ja, dann noch ein sehr schönes Bett mit so Bettkasten und sowas. Geiles passend Bett. Dazu sehr ist der Bett. Schrank. Der hat nämlich den gleichen Stoff, wo auch nochmal, ihr seht, wie der Kleiderschrank ist. Also, weil drüben nicht genug Platz ist. Ich habe auch immer noch nicht genug Platz. Hier ist alles fest durch den Hintergrund gelaufen. Voll mit Sachen. Alles hochgestapelt, weil ich keinen Platz habe in meinen anderen Schränken. Ich zeige euch hier. Was sagst du zu der Bettwäsche? Also, dass das jetzt einmal, was ist das, Galatasaray und Lightning McQueen? Dass das so zwei Themen sind, die gar nicht zusammenpassen, ist ein Ding. Aber farblich hat sich das richtig gebissen, oder nicht?
Nochmal ein bisschen, was hier Kameramann. Hier sind auch nochmal Hosen. Hier sind so eher blaue Hosen. Er liegt alles. Er liegt seine Aussicht, er liegt seine Adresse. Alle Leute. Aber das kann ich euch in der Kleiderschranktour zeigen. Hier sind ein paar Ketten, Mützen, kurze Hosen, Socken, sowas ist dort. Hier sind meine Lip-Jerseys. Stuff, der gerade ankam. Gürtel. Auch mal so viel Klamotten. Krass. Hier ist ein bisschen Schmuck. Aber mein Wish-Schmuck, mein richtiger Schmuck, ist bei der Bank. Und meine Uhren und sowas. Deswegen gibt es hier auch nicht viel zu sehen, was ich euch zeigen kann. So, hier. Ein Grill, cool. Ich habe auch meine Lightning Chain und sowas, so eine Sache. Die Lay Sports Kette. Da unten sind noch so lange Hosen und ein paar Gadgets und sowas für Videos, was ich mir bestellt habe. So zum Beispiel hier so eine Fake Daydate. Ich teste Fake Uhren und sowas. Sowas will ich alles drüben aufnehmen und dann so vergleichen zum Beispiel. Und hier ist mein Delay Sports, also meine Fußballsachen drin. Dann habe ich mir noch von Eli inspiriert ein Whiteboard, wo ich meine Termine drauf habe. Zum Beispiel hier diese Woche Stream, Training, Friseur, Roomtour, das ist heute. Stream, Donnerstag Stream, Freitags, also Stream heißt, ich streame ja immer so 10, 12, keine Ahnung wie viele Stunden. Ja, deswegen ist der ganze Tag dann eingenommen. Samstag, F&F, was heißt das? Fußball und Fressen. Fußball und Fressen, Bundesliga geht wieder los. Dann steche Willi ein Tattoo im Stream und sonntags wieder Spiel. Dann habe ich hier noch ein kleines Lämpchen. Hier hinter sind meine Koffer verstaut. Ganz oben sind noch so ein paar verrückte Sachen. Ich habe so ein paar Pikachu-Kostüme, Anzug, ja. Oktoberfest. Meine Tracht ist auch da oben drin. Was ich nicht so oft brauche, ist dort oben. Und hier auch immer. Wenn man es aufmacht, geht Licht an. Ich werde euch noch das Gaming-Zimmer zeigen im nächsten Video. Hab auch so einen wilden Schrank, wo alles drin ist, was man nicht so oft braucht. Auch meine Tracht, dann irgendwie so Survival-Equipment, Anzug. Also ich glaube, ich ziehe meine Tracht, mein Survival-Equipment öfter an als meinen Anzug. Das ist so ein Ding, da geht man eh nie ran. Was ich von euch will, ist, dass ihr auf jeden Fall ein Abo da lasst. Denn ich will die 1 Million Abonnenten knacken. Wäre sehr korrekt, wenn ihr ein Abo da lasst, kostenlos. Auf YouTube juckt es doch nicht, wenn ihr noch mehr Leuten folgt, ne? Könnt ihr auch machen, auf dem Try React Kanal. Okay, dann geht er wieder zurück in die Küche. Ja, sehr geil, sehr geil. Cool eingerichtet, geilen Geschmack. Unglaublich viele Klamotten. Das ist das, was sich hier mitnimmt. Der hat in jedem Raum 5 Einbauschränke und die sind alle voll. Krass. Krass. Ja, am Ende wird es ja die Lage sein, ne? Was ist das? 1,5 Millionen für 106 Quadratmeter ist natürlich unglaublich teuer. Ja.